Damit läuft die zweite Hälfte. Borussia Dortmund mit dem Anstoß. Dortmund verliert den Ball. Henrichs. Klasse Zuspiel. Felix Klaus. Hereingabe in die Mitte. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Ballverlust Dortmund. Ochs. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Lukas Metscher. Den hat er super gehalten. Jordan Turunariga. Baumgartel. Leitner. Metscher. Metscher. Hazard. Schmelzer. Delaney. Kagawa. Hazard. Gutes Tackling auf Außen. Shinji Kagawa. Ballverlust. Felix Klaus. Vielleicht die Konterchance. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter maßab sein. Den Ball kann er klären. Robin Koch. Hazard. Liebe Zuschauer, in der UEFA Europa League steht das Viertelfinale-Rückspiel auf dem Programm. Für Hannover 96, dann geht es auswärts gegen Athletic Bilbao. Und das wird sicher ein hochinteressantes Spiel. Ja, und da haben wir den nächsten Gegner vom BVB. Bayern München heißt der Gegner im nächsten Spiel im Viertelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League. Zwei ausgeglichene Teams. Jordan Turunariga. Gut den Ball verteidigt. Marc Bartra. Zuma. Jetzt Gündoğan. Kagawa. Delaney. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Gutes Zuspiel, vielleicht jetzt die Möglichkeit für Dortmund. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Ochs. Da verlieren sie den Ball. Sieht vielversprechend aus. Bender. Schöne Flanke jetzt. Das war knapp. Mittelstädt. Sie verlieren den Ball. Kagawa. Hazard. Zuma. Nun Kagawa. Torgan Hazard. Hazard. Paco Alcácer. Klasse Pass. Jadon Sancho. Und da ist der Ball wieder weg. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Zuma. Bender. Kagawa. Und jetzt Gündoğan. Schöner Steilpass.
Hazard. Da ist der Ball weg. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Jetzt vielleicht. Die Gelegenheiten sind da, um die Führung auszubauen. Aber dann müssen Sie sie auch mal nutzen. Ein neuer Spieler soll frischen Wind in Ihr Spiel bringen. Das haben Sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Lars Bender. Gündogan jetzt am Ball. Kagawa. Jadon Sancho. Nun Kagawa. Vielleicht jetzt die Gelegenheit für Borussia Dortmund. Gut durchgesetzt. Chance zur Flanke jetzt. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Shinji Kagawa. Gündogan mit dem Ball. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Schön den Ball angenommen, obwohl die Abwehr da ist. Das wird hier Ecke geben. Da sehen wir das gute Spiel bislang von ihm. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. Eine kurze Ecke. Jetzt die Flanke für Alcázar. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Sehr guter Einsatz. Sie bekommen eine Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Mittelstädt. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Lars Bender. Gündogan. Jadon Sancho. Gut den Ball verteidigt. Kann sich dann nicht mehr helfen. Klar, Ball im Aus. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Er wird den Ball reinbringen. Und was können Sie raus machen? Freistoß kommt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Abwehr kann klären. Delaney. Zuma. Und jetzt Gündogan. Jadon Sancho. Jetzt Gündogan. Jetzt vielleicht der BVB. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Einwurf für den BVB. Gündogan. Brandt. Ist hier immer noch am Ball. Schön, er. Ilkay Gündogan. Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? Dieser Treffer ist auf jeden Fall noch mal eine Wiederholung wert. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt.
Wunderbar anzusehen, wirklich. Schöne Hereingabe und auch der Treffer ist natürlich klasse. Da hat wirklich alles gestimmt in dieser Szene. Hier ist noch alles drin. Henrichs. Dennis Geiger. Mittelstädt. Robin Koch, Jordan Turunariga. Klasse Leistungen von ihm zuletzt. Er ist in der guten Verfassung. Und deshalb bietet er sich auch immer wieder an und bekommt die Bälle auch. Klasse Pass. Macht er gut. Ball kommt weit. Schade, da war sicher mehr drin. Fängt diesen Ball ab. Ashraf Hakimi. Und hier wird es Einwurf geben. Spielerwechsel jetzt bei Borussia Dortmund. Ja, und ich bin gespannt, wie das dann gleich auf dem Rasen aussehen wird, auch in taktischer Hinsicht. Marc Bartra. Schmelzer. Paco am Ball. Gute Aktion jetzt. Brands. Gündogan! Der Ball ist drin! Und jetzt ist hier alles wieder offen. Zwei Tore waren sie hinten, aber sie haben nie aufgegeben. Und hier nochmal die Wiederholung, den hat er gut gemacht. Ja, er geht da mit Einsatz rein, nimmt den Kopf und trifft den Ball auch einfach richtig gut. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Klar, er ist frustriert. Weg ist die Führung. Jetzt muss er vielleicht mal die ein oder andere Umstellung vornehmen. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Robin Koch. Jordan Turunariga. Henrichs. Baumgartl. Mittelstädt. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Guter Einsatz hier auf Außen. Jadon Sancho. Gündogan. Ja, da ist Platz jetzt. Paco Alcácer. Julian Brandt. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Gündogan! Den Schuss kann der Ersatzkeeper abwehren. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Spiel geht mit Einwurf weiter. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Philipp Box. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Baumgartl.
Mittelstädt. Jordan Turunariga. Dennis Geiger. Das könnte was werden jetzt. Da habe ich mich wohl geirrt. Schmelzer. Witzel. Gündogan am Ball. Ballverlust Dortmund. Ochs. Guter Vorstoß jetzt. Gute Chance jetzt. Sie bekommen die Ecke. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Ecke kommt ins Zentrum. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Dortmund über außen. Da ist die Chance für die Flanke. Das gibt Einwurf, Ball ist draußen. Leonardo Bittencourt. Robin Koch. Baumgartl. Henrichs. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Mittelstädt. Leonardo Bittencourt. Pass auf außen. Dennis Geiger. Baumgartl. Jordan Turunariga. Mittelstädt. Klasse Pass! Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Da passt er auf und hat den Ball. Jetzt Lars Bender. Brandt. Jadon Sancho. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Da kommt der Pass. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt vielleicht. Volle Parade. Ecke kommt in die Mitte. Da können Sie erstmal klären. Henrichs. Pfosten. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Nicht der Führungstreffer in dieser Szene. Das Gestänge verhindert das Tor. Es hat nicht viel gefehlt. Das wird Sie ärgern. Schirmt den Ball gut ab. Ashraf Hakimi. Ist hier immer noch am Ball. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Witzel! Doch noch die Führung. Wahnsinn, das muss es doch eigentlich sein. Und mit diesem Tor gehen sie in Führung. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive.
Führung damit für den BVB. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht noch mal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier noch mal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Mittelstädt. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf Außen. Ja, energischer Vorstoß. Könnte der Ausgleich werden. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Noch sind sie hier knapp vorne, Buschi. Kurz deine. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Keine andere Option für den Referee. Zieht ab! Da kommt er gerade noch so an den Ball und lenkt ihn über das Tor. Ecke wird kurz ausgeführt. Ganz wichtig, da muss er hin. Der Gegner war dran, noch ein Eckball. Jetzt die Ecke. Er schirmt den Ball ab. Nun Witzel und Gündogan. Jetzt Lars Bender. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Jadon Sancho. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Und der kommt jetzt nicht an. Der Ball ist weg. Henrichs. Weiter. Guter Pass. Auf Außen ist Platz. Könnte der Ausgleich sein. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Bender. Jadon Sancho. Gündogan. Und da ist der Ball wieder weg. Gut den Körper eingesetzt. Paco Yes. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Henrichs. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Axel Witzel jetzt. Ashraf Hakimi. Pass auf außen. Frühe Flanke. Klasse Aktion, Ball ist weg. Baumgartel. Robin Koch, Jordan Turunariga, Mittelstädt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Witzel. Brandt. Gündogan jetzt am Ball. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Marc Bartra. Da steht die Abwehr sicher. Super dazwischen gegangen.
Das Ding hier muss noch nicht durch sein. Es gibt einige Minuten obendrauf. Entsprechend werden auch die Fans noch mal wach. Klar, dass die Fans hier jetzt noch mal Hoffnung haben. Wäre nicht das erste Mal, dass in der Nachspielzeit noch Verrücktes passiert. Jordan Torunariga, Mittelstädt. Ein Angriff ist noch drin, jetzt oder nie, sie können den Ausgleich schaffen. Könnte der Ausgleich werden. Und er geht rein! Stark gemacht, Ausgleich, da sind sie wieder, kurz vor Ende, vielleicht sogar jetzt noch die Möglichkeit zum Sieg. Schauen wir noch mal drauf. Unglaublich, dass sie hier den Ausgleich doch noch gepackt haben. Was für eine Dramatik. Klasse, wie sie es immer weiter versucht haben. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Witzel. Gündoğan. Borussia kommt nochmal. Die wollen hier den entscheidenden Treffer erzielen. Lars Bender. Nun Gündoğan. Jadon Sancho. Gündoğan. Lars Bender jetzt. Flanke soll zu Paco Alcácer. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Gündoğan jetzt am Ball. Jadon Sancho. Das könnte vielleicht was werden. Lars Bender. Flanke soll zu Paco Alcácer. Da können sie klären. Noah, Joel, Saren, Ren, Basé. Marc Bartra. Schmelzer. Nun Gündoğan. Brandt. Gündoğan. Borussia Dortmund greift nochmal an. Vielleicht gelingt ihnen ja doch noch der Siegtreffer. Kommt jetzt die Flanke rein? Der Abpfiff und das Spiel endet unentschieden. Tolles Spiel, das wir heute gesehen haben, oder Buschi? Ja, finde ich auch. Toller Angriffsfußball, den sie uns geboten haben. Das würde ich mir häufiger wünschen.